Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Zusammenfassung. Und zwar von dem Abenteuer Goldener Schein, geschrieben von Katrin Lieb aus der Abenteueranthologie Gassenhelden, was sich in der Gareth-Box befindet. Könnte sein, dass die da mittlerweile ein bisschen schwieriger rankommt, aber die PDFs sollten wohl noch zu bekommen sein. Die Gareth-Box sollte eigentlich ausverkauft sein, meines Wissens. Ist dann ja auch noch geschrieben für DSA 4.1. Ich habe das Ganze verknüpft mit Aus der Asche. Das ist dann ja das Feuers Teil 2. Und in dem Kontext hatten wir dann eben auch gespielt. Denn wir sind gerade gekommen aus der Schlacht in den Wolken. Die Zusammenfassung dazu könntet ihr auch noch mal einmal sehen. Die Helden landen, nachdem sie von der Festung geflohen sind. Sie haben Galotta dann getötet, wie auch immer das dann geschehen ist. Also sind dann mit Leonardo, dem Mechanikus, geflohen, der an der Stelle eben auch noch kein Heptarch ist. Und mit der Flugmaschine sind sie dann in Nardesheim gelandet, also in einem kleinen Park, der dann eben, weil es wenige Gebäude dort gab, nicht so zerstört ist, nicht so verwüstet, da konnte man einfach gut landen. Ja, der Rest der Stadt ist einfach lichterloh brennend. Die Irrhalken, die dann irgendwelche Bomben abgeworfen haben, also mechanische oder eben auch magische Artefakte, ja, haben dann eben für sehr viel Chaos gesorgt. Der Raya-Tempel steht zum Beispiel noch, aber Praios-Tempel ist zerstört. Ein großes Trümmerstück, was draufgefallen ist und was eben auch dafür gesorgt hat, dass jetzt das ewige Licht von Praios verschwunden ist. Auch das wird uns ein weiteres Mal dann die Kampagne versüßen, wenn es dann um die Quanions-Queste geht. Also auch hier hat die Praios-Kirche viel Mitleid dann zu bekommen. Ebenso habe ich die Kampagne etwas verknüpft mit der Stadtkampagne von Gareth, wo es dann um die Gargylen geht, die ja auch erst seit der abstürzenden Festung über Gareth leben. Zu dem Zeitpunkt sind sie noch nicht so wirklich belebt. Ich hatte beschrieben, dass ein innerer Kampf in ihnen tobt, dass sie nicht nur dämonische, chimärische Magie in sich tragen, sondern eben auch feische. Das heißt, sie werden aktuell von den feischen Limbusfaden dann beeinflusst, die ja auch sehr stark in Gareth sind. Also auch das war nur eine Randbemerkung. Das heißt, möchte man später dann in Gareth weiterhin spielen und dann eine Stadtkampagne daraus bauen, dann kann man daran auch eben anknüpfen. Ich hatte sie zumindest schon einmal erwähnt. Unabhängig davon kam es zu einer Beobachtung, die dann gemacht worden ist. Denn in den zerstörten Häusern, in diesen Trümmerteilen, konnten die Helden einen alten Tempel finden, einen alten Tempel beziehungsweise ein altes Waisenhaus, was sie etwas verwundert hat, denn dies befand sich unter einer Brauerei, die in Gareth dann doch relativ lange schon sitzt. In den Kellern konnten sie dann allerdings Hinweise darauf finden, dass irgendetwas mit diesem Waisenhaus nicht ganz gestimmt hat. Den Geweihten, den sie dann ihrer Stelle mit dabei hatten, war auch sehr, sehr stark verunsichert. Und nachdem sie dann die Verunsicherung nicht ganz deuten konnten, haben sie allerdings herausgefunden, dass eine Statue der Göttin Perrhaene, Travia, sie waren sich nicht ganz sicher, wohl keinen Schatten besitzt. Und auch da war wohl wieder die Vermutung, dass es sich da um Chimären handeln könnte oder aber dass Fex diesen Schatten gestohlen haben könnte. Meine genauen Überlegungen zum Namenlosen an sich habe ich schon in einem besonderen Video damals im Vorfeld zu Goldener Schein geäußert. Auch dazu würde ich euch bitten, da mal hineinzugucken. Die Helden wussten also nicht, dass es sich bei diesen gestohlenen Schatten um Rattenkind bzw. namenlosen Einfluss handelt. Sie haben dann nicht nur herausgefunden, dass es dieses eine Waisenhaus gibt, sondern noch viele weitere, die sie dann im Verlaufe dann gefunden haben. Aber im weiteren Verlauf wollten sie auch noch einmal in die abgestürzte Festung, in den gesplitterten Berg von Galotta. Denn sie haben in meiner Kampagne den Agrimod-Splitter noch nicht in der Schlacht in den Wolken geborgen. Das mussten sie jetzt machen, denn sie haben festgestellt, dass es weitere Erdbeben gibt, die dann Gareth erschüttern, weitere Flammen, die spontan entstehen. Das heißt, die verdorbenen Elemente sind wohl noch nicht gebannt. Und so mussten sie, schwer verletzt, wie sie waren, dann auch direkt nicht nur in den gesplitterten Berg, sondern direkt davor auch noch in die Dämonenbrache, in der gesplitterte Berg ja liegt, nachdem die Festung dort abgestürzt ist. Sie haben dann dort viele Entdeckungen gemacht, sie haben sich gegen Dämonen gewehrt, konnten dann teilweise auch die Artefaktkammer von Galotta besuchen, die sie im ersten Spiel nicht gesehen haben. Da waren dann Sachen drin wie Borbrats Streitwagen oder eben auch sein Zauberstab Charalmor.
Brins rechter Arm, sein Herz. Also es gab unglaublich viele düstere Artefakte, die dort in dieser Festung noch schlummern und die dann sicherlich auch noch den einen oder anderen Abenteurer dorthin einladen. Was haben Sie noch mitbekommen? Auf dem Rückweg haben Sie wohl dann auch festgestellt, dass die 8 Märtyrer der Stadt Gareth immer noch dort stehen, beziehungsweise dass die Menschen so ein bisschen dem Chaos anheimgefallen sind, so könnte man fast sagen. Denn sie hatten zwar in der Schlacht in den Wolken diese 8 Märtyrer von Gareth dann requiriert und dann auch daran erinnert, dass damals schon in den dunklen Zeiten die Stadt vernichtet werden sollte und auch damals haben es die dunklen Horden nicht geschafft. Das ist jetzt zwar der Fall, dass die 8 Märtyrer, ja, beziehungsweise die Bürger der Stadt dann ihr Gareth verteidigt haben, aber es hat sie dann doch sehr stark verwirrt, dass diese Märtyrer und die Priester von ihnen immer noch dort stehen, obwohl das Ganze schon zu Ende ist, obwohl das Ganze schon befriedet ist. Und dass sie auch sehr merkwürdige Geschichten erzählen. Teilweise waren es Geschichten dann von Raya, die dann mit dem Leftan-Kult in Verbindung gebracht worden ist, die dann irgendwie mit dem Belkele-Kult auch noch in Verbindung gebracht worden ist. Also ganz, ganz merkwürdige Geschichten, wo man sich nicht ganz sicher ist, wo die jetzt herkommen, denn so werden sie nicht gelehrt. Teilweise waren es dann auch Priester von dem Boron-Kult, beziehungsweise von dem Märtyrer, der für Boron steht, der sich dann, beziehungsweise die sich dann einen Dolch in den Bauch rammte, damit sie dann eben ihre Sünden für das Volk von Gareth aufnimmt. Also ganz merkwürdig wieder, dass sie hier dann hier in den Freitod gegangen ist für die Stadt Gareth. Und so haben sie in Verbindung bringen können, dass diese 8 Märtyrer, dass dieser Kult um sich greift, dass er pervertiert wird und haben auch weitere güldene Statuen gefunden, die zu den Märtyrern passen. Auch dieses Waisenhaus, was sie ganz am Anfang gefunden haben, scheint da wohl auch mit involviert zu sein. Sie haben an einem Zwölf-Götter-Platz direkt in der Hauptstadt von Gareth, also direkt in der Mitte, haben sie dann auch weitere Firon-Kulte gefunden, die wohl auch so pervertiert waren. Sie haben Alrondra-Kulte gefunden mit einem Rondrianer, der wohl auch nur noch einen Arm hatte und da merkwürdiges Zeug gepredigt hat. Ganz, ganz verschiedene Dinge, die sie dann mitbekommen haben, die sie alle miteinander verknüpft haben. Und zwischendurch dann eben auch noch immer mal wieder dieses Spiel mit der zerstörten Stadt. Sie haben dann weitere Kultorte gefunden, die sehr tief in der Stadt verwurzelt liegen oder lagen, denn auch die sind über Villen dann gebaut worden, beziehungsweise unter Villen gebaut worden oder unter einer Kaserne, also sehr, sehr tief und sehr, sehr versunken unter einer Taverne. Und auch dort haben sie Kultplätze, rituelle Opferungen gefunden. Das Ganze mündete dann unter anderem daran, dass einer dieser Märtyrer, Vitus mit Namen, der dann so ein bisschen für Rondra steht, so ein bisschen aussah wie Yharlan, also einer unserer Spielercharaktere, das ihn auch sehr, sehr stark verunsichert hat, wo sie nicht genau wussten, wie sie das deuten können und sollen und warum diese Statue schon seit 1000 Jahren hier unten stehen soll und exakt so aussieht wie Yharlan. Ich habe sehr stark mit Elementen der Verunsicherung gespielt, wollte dann vielleicht auch sowas wie ein PvP erzwingen bzw. forcieren. Das ist an der Stelle nicht ganz gelungen. Ich hätte da jetzt auch keinen toten Spielercharakter haben wollen, aber ich wollte auf alle Fälle den Konflikt haben, den Konflikt suchen, denn davon lebt eben auch ein Abenteuer, was sich um den Namenlosen dreht, dass man eben nicht nur gegen einen Bösewicht kämpft, sondern eben auch, dass man untereinander kämpft. Auch das finde ich ganz wichtig, wenn dann mit dem Zweifel konfrontiert wird. Ein weiteres großes Ding, was sie dann mitbekommen haben, ist, dass sie wohl unter einem Praios-Tempel eine Kultstätte gefunden haben. Und dieser Praios-Tempel hatte wohl auch ein Loch im Boden, sodass Opferungsgegenstände direkt nach unten zum Namenlosen fallen könnten. Auch das hat die Gruppe unglaublich verunsichert, was ja auch wieder einmal mein Ziel war. Sie konnten also nicht einmal mehr zur Praios-Kirche gehen und ihnen sagen, wir haben hier kultrituelle Gegenstände gefunden, die dem Namenlosen gehören. Sie haben auch herausgefunden, dass es in der Stadt des Lichts drei Tote gab, die wohl auch keinen Schatten besessen haben, die keine Lunge besessen haben, die einfach
nicht hätten leben dürfen oder nicht so hätten leben dürfen, aber auch die sind gestorben durch abstürzende Trümmerteile. Das haben sie, wie gesagt, herausgefunden, was eben auch darin mündete, dass sie nicht einmal mehr dem Boden des Lichts, also dem Oberhaupt der Paioskirche, vertrauen konnten. Sie haben ein Tagebuch gefunden, was weit zurückreicht, nicht nur in die dunklen Zeiten, sondern eben auch dann in die Zeit der Priesterkaiser. Auch das wurde dann miteinander verknüpft. Was haben die Priesterkaiser damit zu tun, die dann später von Rohal abgelöst worden sind, der dann die Priesterkaiser wegschickte auf eine Insel vor Maraskan und sie dann nach dorthin verbannte. Also auch das scheint sich wohl mit den Beobachtungen zu decken. Und am Ende haben sie nicht wirklich weiter gebohrt. Sie haben das Tagebuch zwar gelesen, überflogen und versucht herauszufinden, worum es eigentlich gehen sollte, aber haben sich dann am Ende dafür entschieden, dass sie die Kultstätten vernichten, die Spuren beseitigen und nicht weiter nachfragen, was damals vor 1000 bzw. vor 600 Jahren passiert ist. Sie können es ja so oder so nicht mehr verhindern. Das, was damals passiert ist, ist schon gelaufen. Aber sie sind weiterhin voller Zweifel. Weiterhin voller Zweifel, weil die 8 Märtyrer wohl nicht das zu sein scheint, was sie eigentlich waren. Sie sind wohl keine Heiligen der Stadt Gareth, keine Heiligen der Rondra, Boron, Travia, Perrine und wie sie alle heißen, sondern gehören dann dem Rattenkind. Und das würde auch damit einhergehen, dass Hela Horas, die damalige bosbaranische Führungsriege, gar nicht so sehr im Unrecht waren, als sie dann auf Gareth marschiert sind. Das würde natürlich auch das Haus Gareth nicht legitimieren. Sie haben auch auf einer Kulttafel Mitgliederlisten gefunden und auch da war ein Raoul zu finden oder ein Raoul ohne Nachnamen, was sie auch sehr verunsichert hat. Ich werde an dieser Stelle nicht mehr so viel dazu erzählen. Wer sich den goldenen Schein anhören möchte, der kann dies natürlich tun. Es war, wie gesagt, ein Detektivabenteuer, ein Abenteuer in einer zerstörten Stadt, was ihnen jegliche Hoffnung nehmen sollte und das eben auch zum großen Teil geklappt hat. Teilweise habe ich dann auch noch weitere Elemente aus der Asche mit eingebracht, das heißt im zweiten Buch aus dem Jahr des Feuers. Es war nicht nur die zerstörte Stadt, sondern es war eben auch der gesplitterte Berg, der jetzt davor lag und das Verschwinden von Leonardo und dem Agrimod-Splitter. Was genau mit dem passiert, ist im Buch auch beschrieben, hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ich hatte an dieser Stelle dann Hilfe von einem Spieler, von Ömer, einem Bettler, der hatte dann diesen Agrimod-Splitter nach zahlreichen Einflüsterungen, hat er ihn dann für sich annektiert und ist dann gemeinsam mit Leonardo aus der Stadt Gareth geflohen. Sie setzen sich dann im Verlaufe nach Yolgomak ab, wo dann das Schicksal von Leonardo seinen Lauf nimmt. Aber an dieser Stelle endet dann auch Goldener Schein und mit der Vernichtung dieser Statuen haben sie ein neues Ziel, denn Helmer Hafax steht vor den Toren. Sie müssen jetzt aufbrechen in Richtung Oron bzw. Aranien und dort dann verhindern, dass nicht nur Galotta und Rassasor dann Gareth vernichten, sondern jetzt stehen eben auch Helmer Hafax und Demiona vor den Toren und klopfen einmal an. An dieser Stelle geht es dann weiter mit dem 35-Tage-Krieg bzw. der Schwur des letzten Sultans, was dann in das nächste Abenteuer direkt überleitet. Wir verzichten also auf den Rest aus der Asche, dem zweiten Buch des Jahres Feuers, und gehen dann in eine Homebrew-Mini-Kampagne, so sag ich einfach mal, wo ich dann den 35-Tage-Krieg nacherzählt habe. Aufgearbeitet aus den aventurischen Boten, die es dann damals gab, da habe ich dann mein eigenes Ding draus gemacht. Ja, Goldener Schein, so wie es im Buch steht, so wie es in der Anthologie steht, ist unglaublich schwer zu leiten. Es sind nur sehr, sehr wenige Möglichkeiten gegeben. Das Abenteuer befindet sich auf 5 Seiten. Das reicht natürlich nicht. Da muss dann der Spielleiter sehr, sehr viel Arbeit und Zeit investieren, damit dann Goldener Schein zu einem guten Abenteuer wird. Das darf auch nicht wirklich aus dem Himmel fallen, so finde ich. Und ich finde, dass es dann eben auch im Jahre 1027, 1028 ideal aufgehoben ist, wenn die Stadt Gareth sowieso zerstört ist.
Dann braucht man nicht unbedingt einen Brand in dieser Brauerei, womit es dann losgeht. Das kann man natürlich tun, wenn man dann im Jahre 1036 spielt oder eben auch beliebig zu anderen Zeitpunkten. Man kann dann das Abenteuer auch nach vorne oder nach hinten schieben zeitlich. Man kann es vielleicht auch in anderen Städten spielen, finde ich allerdings nicht so schön. Es muss eigentlich in Garrett gespielt werden, denn diese haben ja die 8 Märtyrer, die dann zu ihrer Stadt passen, die sehr stark mit der Stadt verwurzelt sind, die seit vielen, vielen Jahren OT damit verknüpft sind und dann IT eben auch seit dem dunklen Zeitalter, also seit einem Jahr vor Bosporans Fall, wo dann diese Märtyrer etabliert worden sind. Zudem eben verknüpft mit den Priesterkaisern, die eben auch in Garrett gewütet haben. Und auch da sind dann namenlose Umtriebe zu fürchten. Auch das ist dann wieder verknüpft mit der Quanjons-Queste, wozu ich an dieser Stelle aber nicht weiter spoilern möchte. In meinen Augen ist es eins der besten Abenteuer für DSA, die ich kenne. Es braucht natürlich sehr, sehr viel Arbeit vom Spielleiter, das habe ich eben schon erwähnt. Aber wenn man sich diese Mühe macht, wird es zu dem besten Abenteuer oder einem der besten Abenteuer und zu dem besten Abenteuer mit dem Namenlosen. Denn ich finde, es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man dem Namenlosen einfach so erscheinen lässt mit irgendwelchen bösen Leuten, denen der Schatten fehlt, die einen dann angreifen. Das finde ich nicht sehr namenlos. Vor allem kann man den Helden auch nicht einfach nur Rattenpilze ins Essen mischen. Das ist zwar heimlich, aber das ist dann einfach der Kill, der ganze Gruppenwipe. Wie gesagt, meine Ideen zu dem Namenlosen an sich habe ich ja schon einmal in einem Special offenbart und an dieser Stelle verlinke ich noch einmal darauf. Ich würde sagen, ich ende an der Stelle mit der Zusammenfassung von Goldener Schein. Es ist viel passiert. Wenn euch das Ganze noch mehr interessiert oder ihr nicht ganz schlau daraus geworden seid, was dann in dieser Mini-Kampagne bzw. in diesem Abenteuer dann passiert ist, dann schaut euch nochmal die Folgen an. Es sind an der Stelle nur 71. Das kann man mal relativ schnell weggucken, wenn man so möchte. Ich bedanke mich auf alle Fälle für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, euch hat diese Zusammenfassung gefallen, damit ihr dann auch Goldenen Schein quasi überspringen könntet, wenn ihr neu auf dem Kanal wäret und dann einfach auf die neue Playlist springen mögt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.